Freunde, wenn diese Stimme gepaart mit einem schönen Mario 64 Soundtrack durch eure Boxen dröhnt, dann wisst ihr, ihr seid wieder zurück bei einer neuen Folge eines Mario 64 ROM-Hacks. Und das hier ist der fünfte Part von Mario 64 Beyond the Cursed Mirror. Und wir müssen nochmal in diese Welt hier zurück, in den Phantom Strider, denn ich habe den Kommentaren entnommen, dass ich in dieser Welt ein Outfit vergessen habe, welches wohl irgendwo hier unten sein soll. Und wow, wie konnte ich das übersehen? Das ist enttäuschend. Yo, the Undead Pirate. Hä, wie cool ist das denn? Okay, ey, ein Glück, dass wir das nicht übersehen haben. Danke, liebe Kommentarschreiber. Schön, dass wir hier so großartige, auch Mario 64 Fans in den Kommentaren haben, ne? Die mich auch in seinem neuen Hack darauf hinweisen können, wenn wir hier was falsch gemacht haben. Ey, wie gut das einfach aussieht, ey. Feier ich, geiles Outfit. So, wir machen jetzt aber hier weiter, denn diesen Ort hat uns der Showmaster geöffnet, nachdem wir beim letzten Mal den Bowser-Kampf geschafft haben. Das ist der Virtuaplex, ne? Natürlich an den Virtual Boy angelehnt. Und hier ja, ist eine eigene Welt drin, ne? Leaping across the rooftops. Okay, über die Dächer hüpfen, ne? Und ja, diese Welt ist quasi eine riesige, ja, virtuelle Welt, ne? Virtuaplex, so heißt das. Das ist quasi eine Welt, die so ein bisschen mit Technik und mit skurrilen Kombinationen spielt, weil sie quasi wie so eine Art virtuelle Realität ist. Hey, willkommen, Nutzer vom Virtuaplex. Diese Einrichtung ist eine Simulation der Realität. Es ist ein Universum frei von der Außenwelt, composed of FFFFU1F311 Data and Star Power. Okay? Links haben wir die Bitfields und rechts haben wir die Zugstation. Der große Weg führt zum Office of the Expunged. Okay, ich weiß nicht, was die Expunged ist. Aber uns wurde gesagt, wir dürfen ja, wenn wir in den Virtualplex gehen, wir dürfen nicht zum Executive. Und das ist wahrscheinlich der Weg hier straight durch die Mitte. Aber dann gehen wir da mal nicht hin. Ich meine, früher oder später werden wir da hingehen, aber dann gehen wir jetzt noch nicht dahin. Ich weiß noch gar nicht, warum jetzt hier eine Kiste ist. Ist da oben vielleicht irgendwas? Nee. Okay, also hier geht's zum Zug. Da würde ich sagen, why not, ne? Schauen wir doch mal, was der Zug hier zu bieten hat. Wir müssen irgendwelche... Ah! Hier ist schon wieder so eine Brechstange, mit der wir dann Seile nutzen können. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was wir mit der Zugstation hier so erreichen können. So, das sind Spinnen, ganz offensichtlich. Ah, aber die halten... Oha! Okay, die halten relativ viel aus. Und da geht's auch noch oben drüber. Zack. Sehr schön, da kommen 4 Münzen raus. Und das ist direkt das nächste Outfit, okay. Unser untoter Pirat hat nicht lange durchgehalten, tatsächlich. Aber wenn wir hier schon wieder ein neues Outfit finden, ne? Dann nehmen wir es doch. Yo, was ist das denn? Mocap Mario. Ist Mocap einfach die coole Version von No Cap? Wahrscheinlich, ne? Alles klar, Freunde. Dann spielen wir mal Mocap Mario. Übrigens habe ich mittlerweile auch den Kommentaren entnommen, woher das Darius-Outfit kommt. Und es ärgert mich fast, dass ich das nicht gewusst habe, aber das ist eine Sache, die ich hätte wissen können. Und schaut mal, da drüben sind Dächer. Hieß der Stern nicht irgendwas mit Rooftop irgendwas? Denn der Ersteller dieses Hacks, ne? Jetzt wird's ein bisschen, jetzt gehen wir ein bisschen in die Mario 64 Lore. Einen Moment. Hey, Ziplining macht sehr, sehr viel Spaß und alles, aber du verbrennst dir die Hände, wenn du nicht das passende Ziplining-Tool hast. Ne, so ein Brecheisen wäre krass, ne? Ja, ja, das wissen wir doch schon, das wissen wir doch schon. Nee, denn der gute Simple Flips. Simple Flips ist ein sehr, sehr großer und bekannter Mario 64 Twitch-Streamer, welcher regelmäßig Mario 64 Hacking-Competitions veranstaltet. Ne? Da kann man quasi einen kleinen Mario-Hack erstellen, ich glaube mit bis zu 10 Sternen oder so, und die spielt dann quasi alle im Stream durch und bewertet die dann, wie nice oder weniger nice er sie findet. Und bei einem Contest, ich weiß nicht mehr welcher,
hat auch der Ersteller dieses Hexchen mitgemacht. Und da hat man Darius the Plumber gespielt, ne? Darius, oh nee! Oh shit. Darius den Klempner. Ja, und ich vermute, das kommt von Marius, was quasi eine witzige Version von Mario sein soll. Und ich glaube, daher kommt der Outfit. Also quasi das Darius-Outfit ist, glaube ich, eine Hommage an einen vom Heckersteller früher erstellten Mini-Hack. Glaube ich. Und ich, wie gesagt, das Witzige ist, oder das, warum ich mich eigentlich fast ärgere, dass ich es nicht gewusst habe, ist, dass ich mir diese ganzen, bei diesen ganzen Hacking-Competitions, ich habe mir die ganzen Videos dazu reingezogen. Ne? Also ich habe da sehr, sehr viel von gesehen, zumindest früher. Ich glaube, mittlerweile gibt es da noch einige Competitions, bei denen ich nicht mehr mitbekommen habe, aber ich habe da relativ viel geguckt. Und ich habe das ganz böse Gefühl, Freunde, dass hier oben der Stern ist, oder? Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich diese ganzen Mini-Hacks mal let's playen soll. Das stelle ich mir nämlich auch sehr witzig vor, denn die sind teilweise unfassbar kreativ, ne? Also, da gibt's dann Halloween-Mini-Hacks, da gibt's dann Zelda-Mini-Hacks, da gibt's dann Troll-Mini-Hacks. Also wirklich, es ist wirklich wie Mario Maker. Also, die haben einfach, da sind sehr, sehr viele extrem talentierte Mario 64-Modder zusammengekommen, die alle so kleine Mini-Hacks erstellt haben, die alle in einer halben Stunde bis Stunde durchspielbar sind. Und ja, also da ist super kreativer Stuff dabei. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Und teilweise eben... Oh, verdammte Axt. Und teilweise eben auch so Mini-Hacks, die dann so komplett neue Mechaniken nutzen, ne? Die man so in Mario 64 noch nicht gesehen hat. Und da ist wirklich kreativer Stuff dabei, weil auch natürlich die Mod-Ersteller dann nicht so eine Riesen-Mod erstellen müssen. Also was eben auch für die Mod-Ersteller immer sehr, sehr aufwendig ist, ist halt sozusagen, wenn sie eine Mod erstellen wollen, dass sie dann halt, damit sich das irgendwie immer zum Spielen lohnt, brauchen sie halt immer so, ja, mindestens 60, 70 Sterne, die sie in den Mod packen müssen. Und das ist halt immer super aufwendig. Und bei so einer Mini-Hack-Competition, da können sie sich halt auch einfach mal darauf konzentrieren, eine kleinere Mod sozusagen zu erstellen, die dann einfach eine coole Mechanik hat, die einfach Spaß macht zu nutzen. Und dann müssen sie quasi nicht mehr so ein Riesenhack dafür erstellen. Oh mein Gott, warte mal, seht ihr das? Da kommt man hoch. Warte mal. Oh, ich bin auf dem Zug! Das ist schön, aber da wollte ich nicht hin. Aber warte mal, hier ist auch noch viel los. Also, dann, ich glaube, dieses Rooftop-Ding, das machen wir jetzt mal anders. Wir nutzen das jetzt einfach mal, um die 100 Münzen zu vervollständigen. Yo, what the hell? Und was ist da vorne? Das sieht aus wie ein Gullideckel. Seht ihr das? Das sieht aus wie ein offener Gullideckel. Kann ich da rein? Ja. Oh, hier ist wieder eine geheime Rutsche. Okay. Das ist einfach die Abwasserrutsche oder wie darf ich das? Wie darf ich das verstehen? Oh Gott, die Kamera, ich sehe gar nichts. Bruder. Also, was für eine Kamera droppst du hier, Kollege? So, wo muss ich denn hin? Okay, ich muss hier, glaube ich, immer... Ich glaube, ich muss hier immer quasi um die Kurve... Bruder! Man sieht hier nichts! Ey, die Rutsche in allen Ehren, ne? Aber man sieht nichts. Das ist übelster Müll. Bro. Wie, oh, das ist schwierige Momente. Ah, ich muss da... Bro, was ist das für eine Kamera? Wow, noch einmal runterfallen, ich bin tot. Hä? Dude. Okay, das ist Übermüll. Alter, das war richtig, das sackt ja mal Vollgas. Okay, vielleicht, wenn ich jetzt sogar noch mal Münzen bekomme. Okay, kriege ich nicht. Nein, das ist... Was ist das? Mamma mia! Das ist übertrash. Oh mein Gott, Freunde, ich habe es aber wieder hier hochgeschafft. Aber ich glaube, von hier geht es für mich nicht weiter. Ich glaube, das ist jetzt zu hoch hier. Ich glaube, ich kann doch gar keinen Wandsprung machen. Nee, alles gut. Ja, ne, ich meine, hier ist auch noch ein Knopf, aber dann werden wir ein weiteres Mal probieren. Vielleicht schaffe ich es auch einfach,
diese... Och nein, jetzt belly slide ich das nicht gut, weil da hat man keine Kontrolle. Vielleicht überspringe ich das einfach komplett, ne? Vielleicht geht das, wenn man hier jetzt einfach Vollgas springt. Ja. Okay, okay, okay. Na, ist doch gar nicht schlecht. Ich kann auch die Kamera hier nicht drehen. Also ich hab hier gar keine Kontrolle über die Kamera. Hier ist irgendeine fixe Kamera. Ganz, ganz, ganz skurril. Da sind aber noch Münzen auf den Rohren. Das ist irgendwie gruselig. Ha, down the septic slide. Boah, da könnte was sein. Aber ich meine, ich habe hier auch schon ein Outfit gefunden. Höchstens der Geldbeutel könnte da sein. Ist das? Ich überprüfe das nochmal. Ich kann nicht mit ruhigem Gewissen die Welt erkunden, wenn ich nicht sicher bin, dass da nicht quasi... Solange ich nicht weiß, was da ist. Ja, also aus irgendwelchen Gründen ist hier eine feste Kamera. Also, ich kann die nicht drehen. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass hier was ist, tatsächlich. Aber ich überprüfe es jetzt. Okay, also hier ist ja mal level-design-technisch irgendwas komplett schief gelaufen. Okay, ich bin auf jeden Fall oben. Aber wie gesagt, die Kamera ist halt hier, also die ist fest. Ich kann hier die Kamera nicht selber einstellen. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Ja, okay. Also ich meine, ich könnte jetzt mich, glaube ich, sogar noch da hocharbeiten. Ich habe aber keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, ne? Aber ich meine, da sind auch noch Münzen, Mann. Das ist... Aber da kann man doch nicht erwarten, dass ein normaler Spieler da hinkommt, oder? Bruder, da ist ein Run-Up. Okay, all das für ein Run-Up. Naja, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Ist nett, aber ich glaube nicht, dass hier etwas Wichtiges versteckt ist. Dann würde ich sagen, erkunden wir die Welt doch jetzt erstmal wieder in den schöneren Bereichen, welche nicht hier aus dieser Rutsche bestehen. So, ich habe da drüben aber noch einen Schalter gesehen, Guys, der jetzt auf jeden Fall auch noch aktiviert werden muss. So, da ist wieder der Zug, den finde ich auch cool. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch über diese Dächer hier hüpfen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Jetzt aktivieren wir erstmal diesen Schalter. Ah, the gate is opened. Okay, jetzt muss ich nur noch das Gate finden, wo auch immer es sich geöffnet hat. Hier geht's auch noch runter. Yo, Meister, was geht? Hey, wir sind AI, Artificial Intelligence. Generated by, also wir wurden von VirtualPlex generiert, um diese Stadt irgendwie aufzubauen. Wenn du irgendwelche verdächtigen Aktivitäten von unseren Körpern siehst, dann sag das auf jeden Fall den Behörden. Alles klar. Wird gemacht. Oh. Hier ist direkt ein Abgrund. Ja, das ist schwierig, weil man hier nicht sieht. Aha, aber... Okay, hier geht's auch voll ab. Sieht aber irgendwie schick hier aus. Was ist das für ein Ort hier? Also der sieht sehr, 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 sehr schön aus, doch, muss ich sagen. So, komme ich irgendwie auf diese Würfel hoch? Also irgendwie... Würde ich gern da hochkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was sein könnte. Aber ich weiß es natürlich nicht, ne? So, hier sind Kisten. Und da kann ich hier lang. Ah, und dann komme ich hier wieder auf der anderen Seite. Ach, das ist hier so eine Verbindung. Ich verstehe, Freunde. Ich verstehe. Okay, das hilft uns aber noch nicht dabei, das Tor zu finden, ne? So, wir sind hier auch noch nicht hochgegangen. Ah, ich glaube, hier ist es, Freunde. Ja. Oh, und daran erinnere ich mich. Ich glaube, diesen, ja, den Ort hier, den habe ich, den habe ich im Stream gemacht. Aber super interesting. Folgendes. Das ist hier ein Knopf, Freunde. Bei dem muss man die Kiste draufschieben. Und dann muss man eine weitere Kiste sozusagen hier unter das Tor schieben. Weil quasi immer nur eines dieser beiden Tore offen sein kann. Und ich habe im Stream da wirklich gehangen, weil ich gar nicht auf die Idee kam, dass es so Mechaniken wie Tore offen halten durch Kisten, ne, drücken, ne, dass es solche Mechaniken in Mario 64 gibt. Das war so neu für mich, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen sind manche Rätsel in diesem Game wirklich schwer, weil man so aus seiner gewohnten Mario 64 Denkweise rauskommen muss. Also man darf nicht nur daran denken, was ist im normalen Mario 64 möglich, sondern man muss das wirklich teilweise als neues Spiel betrachten. So einfach, was könnte logisch sein? Was ergibt jetzt innerhalb dieses Mario 64 in Beyond the Cursed Mirror Universums? Was ergibt da Sinn? Wie könnte man hier Rätsel lösen? Und das stellt einem manchmal wirklich vor extrem knifflige Aufgaben.
So, aber jetzt will ich mich mal hier um dieses Dächerklettern-Ding kümmern. Da unten ist auch noch eine Röhre. Ich habe keine Ahnung, wozu die da ist. Weil, ich sag mal, mit dieser Zipline, ich zeige euch das gleich. Muss mal nur kurz hier rüberkommen. Mit dieser Zipline kommt man ja nur nach unten. Und das unten führt zur Röhre, aber ich muss irgendwie da hochkommen. Ne? Da oben leuchtet auch was, aber das könnte auch wieder nur so ein Ziplining-Tool sein. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie ist mir das noch etwas suspekt, aber ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Ne? Wir sammeln jetzt einfach mal so Stern für Stern ein, gucken einfach mal, was sich für uns sinnvoll und richtig anfühlt. Und dann schauen wir einfach mal, was wir machen, ne? Sehr gut. So, und jetzt muss ich einfach nur hier oben drüber kommen. Hier habe ich beim letzten Mal grandios versagt. Aber das ist auch fies hier, ne? Das ist auch echt fies. So, verzieht euch. Genau. Und ich glaube, ich will jetzt hier auch gar nicht groß abkürzen. Ne? Wir nehmen jetzt einfach mal das Plattforming so, wie es ist. Wir trinken einfach einen Kaffee. Na, wir trinken parallel einfach mal einen wunderschönen Eiskaffee. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nein, nein, ich fall schon wieder runter, ne? Aber jetzt sehe ich in den Abgrund, ja. Weil wenn ich in den Abgrund springe, dann spawne ich wieder hier oben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist so krass, ne? Dass die drei Leben haben. Ups. So. Lebensleiste muss immer prall gefüllt sein, Freunde. Okay. Yes. Okay, das wird jetzt freaking interesting. So, da muss ich oben drüber hüpfen, ne? Ja, hat funktioniert. Und dann komme ich hier rüber. Okay, wir sind noch am Start, Freunde. Und da ist der Stern. Let's go. Yes. Boah, der war mit ordentlich Plattforming verbunden. Da musste man einige präzise Sprünge setzen, doch. Leaping across the rooftops, jawohl, ist auch der richtige. Haben jetzt nicht irgendwie aus Versehen irgendeinen falschen mitgenommen. So, Medieval Colosseum Trials. Oh, warte mal, irgendwas klingelt da. Freunde, irgendwas klingelt da. Ich glaube, das könnte sogar die Röhre sein. Ich glaube, das war so eine Art Kampfarena, wo man mehrere Wellen Gegner überstehen musste. Wie gesagt, wir nähern uns jetzt dem Ende meines Wissens. Also, zum Beispiel jetzt hier über die Rooftops hüpfen, das wusste ich auch nicht aus meinem Livestream. Na? Und, also jetzt mein, ja, das ist es. Mein Wissen rund um, das Spiel endet jetzt dann bald. So, ne, man muss jetzt hier Gegner besiegen. Und ich glaube, dass es 5 Wellen gibt. Ich glaube, es waren 5. Genau. Und pro Welle kommen ja halt quasi mehr Gegner. Und die Musik finde ich tatsächlich ganz geil. Die gefällt mir. Man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht so viel Schaden nimmt, weil man eben sich nicht heilt. Weil die Gegner keine Münzen droppen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. So. Au, als ob der mich getroffen hat. Warum? Wenn wir jetzt hier entspannt rausnehmen. Und wenn man weiß, dass man keine Münzen nimmt, ist es gar nicht so einfach. Oh, aber warte mal, habt ihr es gesehen? Ich wurde geheilt. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht pro Runde komplett geheilt werde. Oder ob ich vielleicht einen festen Betrag Leben pro Runde wieder frisch dazu bekomme. Aber wir stehen wieder, Freunde. Wir haben wieder full life. Das ist eine gute Sache. Och nee, jetzt sind ja auch noch diese Hühner wieder. Ja, haben wir. Oh, warte, ich war im Hechtsprung. Oh, boah, jetzt kriegen wir voll auf die Schnauze. Aufpassen. Genau. Die Rex. Ihr habt mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass sie einfach nur Rex heißen. Na, also die haben keinen krass speziellen Namen. Die heißen einfach nur ganz simpel Rex. Hatte ich ja, glaube ich, auch vermutet. So, hier immer schön zwischen denen hin und her bouncen. Ist doch safe wieder so ein Huhn am Start, oder? Und die gibt's jetzt hier sogar, okay. Aber damit bin ich eigentlich cool. Oh, wie viele Rex ist jetzt hier? Ja, was sind, holy shit. Hey, gibt's hier gar keine Hühner mehr? Doch, eines. Oh, nein, 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 nein. Aufpassen. Bro. Was haben die für eine Hitbox?
Bro, die Hitbox! Ja, mit einer Stampfattacke hat man die besten Chancen, weil damit Mario die größte Hitbox hat. Oh, Digga. Diese Hühner, ne? Aber wir wurden wieder voll geheilt. Okay, ich glaube, man wird wirklich pro Runde voll geheilt. Let's go. Jawollo! Und damit hätten wir auch diese Kampfarena geschafft. Aber bisher waren alle Sterne auf der rechten Seite der Map, ne? Noch nicht auf der linken Seite. Und von der linken Seite weiß ich auch gar nichts. Da endet mein Wissen. So, Digital Vortex of Death. Was? Das muss ja wahrscheinlich fast hier sein, ne? Weil, also irgendwas muss ja hier auf dieser Seite der Map auch sein. Und ich meine, es kann ja auch sein, dass es hier vielleicht irgendwelche Bossfights wieder gibt. Von, wo man vielleicht wieder diese graue Box für braucht. Aber von denen weiß ich ja, oder wissen wir ja auch noch nichts, ne? Also wir haben ja noch gar nichts gefunden. Doch, ich muss doch irgendwie auf diese blauen Boxen hochkommen, oder? Die sehen mir viel zu verdächtig aus. Oder nicht? Aber die führen schon da nach oben, ne? Ich muss es nur auf die erste Box drauf schaffen. Ab da ist es dann eigentlich echt gut machbar, aber ich weiß noch nicht, wie ich das am besten anstellen soll. Ich meine, ich kann gucken, ob ich da vielleicht... Nee, hätte ich einen Wandsprung machen wollen. Mal so, pass mal auf. Ja, ja. Das sind sogar Münzen, also da ist irgendwas. Das Spiel hat auf jeden Fall damit gerechnet, dass man hier hochkommt, aber hier ist tatsächlich nichts. No. Aber dieser Raum ist dann komplett useless. Hä? Das gibt doch gar keinen Sinn. Warum existiert der? Der ist komplett sinnfrei. Das fühlt sich so falsch an irgendwie. Ja, und hier komme ich ja wieder in diese Stadt zurück, aber da war ich ja schon. Kann ich hier vielleicht in diese Tunnel rein? Nee, hier ist zu. Und vielleicht sollte ich einfach mal in diesen Zug einsteigen? Meint ihr, dass das vielleicht was bringt? Ja, dann kann man nur hier von rechts nach links düsen. Das ist zwar auch nett und so, aber wirkt jetzt auch nicht so sinnvoll. Okay, aber ich will irgendwie noch da drüben auf dieses Ziplining-Haus draufkommen. Ne? Da sind wir irgendwie bisher noch nicht hingekommen. Das muss ja auch irgendwas bringen. Also, das führen die ja nicht ein, dass da gar nichts ist. Also, du brauchst doch nicht diesen Levelbereich da hinten mit dem Ziplining-Tool und allem drum und dran, um es dann gar nicht zu verwenden. So, das macht man doch nicht. Aua. Arsch. Okay, pass auf. Vor allem Digital Vortex of Death, ne? Das klingt halt echt nicht so gesund. Oh! Oh! Okay, das ergibt Sinn, warum man das baut, Freunde. Wir können 400 Münzen tragen. Hier ist der Geldbeutel. Ah, und der führt uns dann in dieses Kolosseum. Ja, 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 ja. I see. I see. Das hilft uns aber nicht dabei, den Stern zu finden. Na, das hilft uns nicht dabei, den Stern zu finden. Ich glaube, dann bleibt uns fast... Oder warte mal, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, passiert da irgendwas anderes? Bro, ich bin einfach nach vorne gesprungen. Ich hatte noch irgendein Momentum drauf. Mario hatte noch irgendein Momentum. Ne, warte mal. Wir betreten das Level nochmal neu. Wir gehen jetzt einfach mal geradeaus durch. Wir gehen jetzt hier geradeaus durch den ersten Gang und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Jo, es geht. Hi, dieser Aufzug führt hoch zum Büro des Executive. Keiner darf hier reingehen. Okay. Aber also ich weiß, was da ist. Da ist halt ein Bosskampf. Ich kenne den noch. Den haben wir im Stream noch gemacht. Aber ich weiß nicht, ob der als Digital Vortex of Death gilt. Es fühlt sich nicht richtig an. Aber ich muss auch sagen, ich finde hier sonst nichts mehr, was ich tun kann. Hier ist nur dieses Gitter.
Das ist eine Art Wartestation, ne? So eine Art Wartehalle für den Zug. Ich habe das Gefühl, dass ich sonst alles gesehen habe. Da war nur das Outfit drin. Kann ich hier in diesen Mülleimer? Nein, auch nicht. Und da geht's auch nicht durch, ne. Irgendwie... Friends? Weiß ich noch nicht so ganz, wie das hier für uns funktionieren soll. Also definitiv das, was mich am stutzigsten macht, ist, dass hier dieser Levelbereich gar nicht genutzt wird. In keinster Art und Weise. Das halte ich für sehr sus. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich warte mal. Ich kann nicht zwischen den Hochwall jumpen? Nee, ne? Nee, da kommt einfach nur die Decke. Also irgendwie, dass in dieser Area nichts ist, das fühlt sich sehr falsch an. Auf der anderen Seite, ich wüsste nicht wo. Ich wüsste nicht wo. Hier sind Kisten, das ist alles schön und gut, aber bringt mir alles nichts. Ja, ich würde vorschlagen, da oben, auch, ne, auf den Röhren ist auch noch irgendwie, ist auch noch Stuff, ne, da sind Run-Up und Münzen. Also es gibt hier sehr viel, aber wo jetzt noch ein weiterer Stern ist, das kann ich euch nicht sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, Freunde, machen wir den Bossfight hier, Freunde. Machen wir ihn. Gehen wir zum Executive, nehmen wir noch einen Sip Eiskaffee. Und schauen wir mal, wer dieser Executive ist und warum niemand die Erlaubnis hat, zu ihm zu gehen. Und das ist der Executive, Freunde. Eine riesige Maschine. Hauptcharakter, du musst vorsichtig sein. Ich bin nämlich der Executive. Ich überwache das Studio. On Terra, we are fellow Eukaryotes. In your terms, I am the Reticulum. Okay, der macht jetzt irgendwelche Bakterienwitze. Ne, Eukaryoten sind, glaube ich, Mehrzeller. Reticulum ist, glaube ich, irgendwas in einer Zelle. Der Avatar war nicht in der Lage, sich in der physischen Realität zu manifestieren. Eine digitale Form war benötigt. Du hast uns sehr geholfen. Die Aufmerksamkeit von Samen... Spendern oder nee, heißt Spin of Hype. Digga. Okay, ich kapiere es nicht. Du wirst keiner dieser Samenspender sein. Seedbearer heißt doch safe nicht Samenspender, oder? Oh boy. Ich glaube, der sagt uns einfach, dass er uns das gleich voll auf die Fresse gibt. Okay, wir einigen uns darauf, dass er einfach gesagt hat, er gibt uns voll auf die Fresse. Ne, und der beschießt uns jetzt hier mit Raketen. Der Typ ist gottlos krank unterwegs. Aber wir müssen einfach nur hier seine Rohre kaputt machen. Das ist unser Job. Na, wir müssen ihm quasi von der Energiezufuhr abschneiden, ne? Indem wir hier die Röhren kaputt machen. Oh, und da ist der Showmaster. Time out! Veto! Ah, was soll, im Namen des Mondes, was soll der Scheiß? Ich wusste, es war eine schlechte Idee. Das ist genau eine Sache, die du nicht machen sollst und das ist genau das hier. Du bist großartig, wirklich beeindruckend, du bist der Wahnsinn. Unser großartiger, beeindruckender Executive. Ich habe meine gesamte Karriere wegen diesem Executive und du willst es einfach so zerstören und warum? Was passiert dann? So, das ist phrenologically inappropriate head of yours. Das haben wir sogar gegoogelt im Stream von der Phrenologie, ne? Phrenologically heißt irgendwie sowas wie mit Hirnaktivität oder sowas. Du hast keine Ahnung, wie krass du keine Ahnung hast. Alles passiert dir wegen einer Tatsache. Ne? Alle deine Aktionen werfen uns in die wirklich schlimmstmögliche Zeitlinie zurück. Ach, du kennst die Regeln und ich kenne sie auch. Der Prophet beschützt den Avatar. Okay, dann ist der Showmaster der Prophet und der Executive der Avatar. Weißt du, Mario, ich hatte gehofft, dass diese Zeit nicht kommt. Das war eine Lüge. Ich hatte absolut gehofft, dass das passiert. On guard, Sport Monkey, you're getting written off. Okay, wir werden aus dem Skript geschrieben. Alles klar. So, jetzt greift nämlich der Executive uns noch mit an. Ne? Also wir werden jetzt quasi von Raketen
und vom Showmaster attackiert. So, aber 3 von 4 sind schon mal down, Freunde. 3 von 4 Röhren sind schon mal down. Und ich glaube, bisher war das sogar No-Hit. Ich glaube, bisher war das actually No-Hit. Und ich glaube, jetzt haben wir es sogar geschafft, oder? Jawollo. Let's go. Ich weiß, im Stream habe ich da deutlich mehr auf die Fresse bekommen. Putz. Was? Warum? Ich kann nicht beschreiben, wie groß die kosmischen Ausmaße sind, die du gerade kaputt gemacht hast. Diese absolut existenzielle Krise, die solltest du gerade fühlen. Ich kann es nicht beschreiben. Nein, es ist okay. Weißt du was? Es ist okay. Wir kaufen einfach einen neuen Executive auf Amazon. And the moon won't swallow us for another 100. Okay, und der Mond verschlingt uns nicht. What? Wir können das einfach machen. Es ist alles gut. Oh, du bist so ein guter und netter Kollege. Du bist ein wirklich ein Individuum, das man respektieren kann. Du machst großartige Dinge. Jeder von uns mag dich. Dein Kopf sieht komplett normal aus. Glückwunsch, Mario. Du existierst. Oh, wie fange ich nur an, den Scheiß hier aufzuräumen? Oh, ich kümmere mich um dich später. Ich bin raus. Oh, fuck it. Okay. Also ich habe das Gefühl, wir haben gerade einfach sein komplettes Leben beendet. Kann das sein? Wirkt zumindest so. So, und dann klettern wir mal auf diesen Executive hoch, weil, Freunde, hier ist nämlich der graue Schalter. Du hast gerade den schwarzen Schalter aktiviert. Du spürst, wie ein Zittern deinen Rücken hinunter, deinen ganzen Körper durchströmt. Alle Pandora-Boxen wurden jetzt freigelassen. Du kannst kosmische Seeds aus all den schwarzen Boxen sammeln. Sei bereit, die schlimmsten Flüche, die der kosmische Seed sozusagen erzeugen kann, ihm gegenüberzutreten. Ja, bin ich. Und da sind sie, Freunde. Die Cosmic Seeds, das sind ja so Dunkelsterne quasi. Na? Und ich weiß gar nicht. Naja, die Executive. Okay, das war aber eine Mission hier. War das Stern 7? Ja. Und was ist jetzt der Digital Vortex of Death? Muss ich jetzt echt googeln, was das für ein Stern ist? Ich habe leider keine Ahnung, Mann. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal da hochdüse, passiert dann irgendwas? Oder müsste ich den dann theoretisch nochmal herausfordern? Ich meine, Digital Vortex of Death könnte vielleicht auch irgendwo auf der Rutsche sein. Ich hoffe es nicht, weil auf der letzten Rutsche... Nee, da waren auch nicht 2 Sterne. Da war auch nur 1 Stern. Ah, nee, okay, der Kollege ist wieder da. Nee, dann passiert da nichts. Ha. Ich informiere mich. Ich muss mich informieren. Okay, Freunde, ich habe in einem Playthrough auf YouTube irgend so ein 7-Stunden-Ding hier herausgefunden, dass quasi während dem Aufzug zum Executive hoch hier ein Eingang ist. Okay, what the hell is going on here? Okay, ich habe 80 Sekunden, ne? Alles klar. Ah, um jetzt quasi hier diese Ringe zu aktivieren, oder was? Okay, ja, ich verstehe. Bro, hä, what the hell is this? Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt, was hier passiert. Kann ich auf denen stehen? So, passt auf. Ja, ich kann auf denen stehen. Okay. Und jetzt muss ich quasi darüber? Nee, jetzt bin ich tot. Aber ich kann weitermachen, okay. Das fühlt sich sehr weird an, muss ich sagen. Aber, oh nein, da muss ich ein Ding machen, ne? Nee, kann ich da keine Wand, keinen Wandsprung machen? Oh, Bruder! Okay, warte mal. Dann opfere ich jetzt noch eines meiner Leben, Bruder, die Kamera. Um jetzt diesen Ring zu aktivieren. Und jetzt muss ich mit meinem letzten Leben es irgendwie schaffen, diesen Ring da drüben zu aktivieren. Na, das muss jetzt einfach klappen. Ja. Okay. Okay, oh mein Gott. Ich stehe. Wow. Also, ich muss sagen, in dem Kurs war die Kamera echt ein bisschen wack. Also, in dem Kurs hatte ich jetzt mehrfach das Gefühl, dass die Kamera nicht ganz optimiert ist. Aber alles einwandfrei, Freunde.
Wir haben damit den Virtualplex zu 100% abgeschlossen. Und wir müssen mal gucken. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir dann erstmal die alten Kurse besuchen und die schwarzen Boxen dort aktivieren. Und dann schauen wir mal. Mit diesem einen Dunkelstern kommen wir jetzt auf jeden Fall auch hier rein. Mit dem Dunkelstern kommen wir aber auch hier rein. Und ich weiß gar nicht, komme ich hier auch noch irgendwo mit einem Dunkelstern rein? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, da brauche ich 3. Okay. Ja, das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.